Moin Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tipps und Tricks für Pokémon Let's Go Pikachu und natürlich auch Let's Go Evoli. Heute zeige ich euch den AFK Level Glitch Reloaded. Denn viele von euch hatten gefragt, Digga, ist ja schön und gut mit dem AFK Level Glitch, aber dafür musst du ja die Top 4 besiegt haben, damit man halt mit dem Golurak überhaupt so hoch fliegen kann. Und deswegen zeige ich euch heute eine Variante, wo ihr die Top 4 nicht besiegt haben müsst. Also, was müssen wir haben? Also, erstmal müssen wir natürlich ein Pokémon haben, welches wir hochleveln möchten. Da habe ich hier das Pikachu dabei. Und wir brauchen einmal ein Golurak, Aerodactyl oder Dragoran, sprich ein Pokémon, auf dessen Rücken wir hier schön durch die Gegend fliegen können. Mehr nicht, die Top 4 müsst ihr nicht besiegt haben. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Also, ihr nehmt euch erstmal euer Glurak oder geht zu Fuß, ist auch kackegal. Und ab geht's erstmal zur Pension. Also, erstmal absteigen an der Stelle. Zack. Und rein in die gute Stube. Dann geht ihr hier schön zu der alten Frau und sagt, Moin, ich möchte hier was abgeben, geht das? Ja. Und dann gebt ihr euer gewünschtes Pokémon bei der Dame ab. So. Komm später einfach wieder. Ja, safe. Gar kein Thema. Machen wir. Und jetzt schnappen wir uns erstmal Pikachu oder euer Partner-Pokémon, also Evoli, je nachdem, was ihr habt. Aber, ne, wir wollen natürlich nicht hier, dass das unglücklich ist. Aber, was soll's jetzt? Himmelsritt. Und dann geht es ab nach Fuchsania City. Und los. So, also jedenfalls in Fuchsania City angekommen, geht sie dann erstmal ein wenig nach links. Denn wir gehen jetzt Richtung Pokémon-Weg, damals ja noch der gute alte Fahrradweg. Fühlt man sogar noch ein bisschen dran erinnert, weil hier gleich die Musik läuft, als wenn man auf dem Fahrrad sitzen würde. Aber darum geht es natürlich jetzt hier nicht. Was ihr jetzt machen müsst, ihr schnappt euch euer Glurak, Aerodactyl oder Dragoran und steigt auf den Rücken. Für den Glitch muss man nämlich hochfliegen und das tut man eigentlich erst bei dem Besiegen der Top 4. Aber hier auf dem Pokémon-Weg tut man das auch, wenn man die Top 4 nicht besiegt hat. Und jetzt die coole Sache, ihr kennt das, man muss an eine Stelle fliegen, wo das Pokémon bounced, jetzt nicht so wie hier, einfach nur so, ja, schön gerade weg, dann funktioniert es nicht. Aber hier habe ich extra für euch ein bisschen gesucht, gibt es eine schöne Ecke, passt mal gleich auf, hier an der Kante, na, gleich da. Da haben wir es, da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr den Winkel findet. Und jetzt, wenn ihr wieder seht, dass der Hintergrund die ganze Zeit am Hin- und Her-Bouncen ist, lasst ihr das jetzt erstmal die ganze Zeit so lange laufen, wie ihr möchtet. Ich werde jetzt einfach mal wieder 10 Minuten laufen lassen und dann sehen wir mal, was das Ganze gebracht hat. Also, eben mal das Gummiband hier vor meinem Joy-Con abgemacht. Das soll auch reichen. Ich habe jetzt etwas mehr als 5 Minuten nur laufen lassen. Aber es geht ja nur darum, euch zu zeigen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ich habe es auch öfter jetzt schon ausprobiert. Ihr braucht keine Angst haben, dass hier mal ein wildes Pokémon in euch reinfleischt. Ich habe es auf jeden Fall jetzt schon mehrere Stunden mal vorher schon ausprobiert, bevor ich das natürlich zeige. Und warum auch immer, in mich ist nicht ein einziges Mal ein wildes Pokémon reingeflogen. Also, wenn wir das haben, geht es natürlich erstmal wieder, zack, nach Azuria City und dann holen wir jetzt erstmal unser Pokémon aus der Pension wieder ab, beziehungsweise guck mal, was die 5-6 Minuten jetzt gebracht haben. Also, schwingen wir uns einfach dafür nochmal auf unser Glurak und dann gucken wir mal. Das ist das Coole wirklich an dem Fahrradweg, dass,
man da schon vorab hochfliegen kann, ohne halt die Top 4 zu besiegen. Ich weiß auch nicht mal, ob das gewollt ist, dass das so ist, aber kann uns ja egal sein. Auf jeden Fall funktioniert das so. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir steigen mal hier von Glurak ab und dann geht's rein in die Pension. So, bin ich mal gespannt, was die alte Dame uns jetzt zu sagen hat. Hallo, wie kann ich dir helfen? Zeig mir her, das Pikachu. Na, schaut an, dein Pikachu ist um 10 Level aufgestiegen. Also, so wie ich es gesagt habe, es funktioniert immer noch und so jetzt auch für diejenigen, die die Pokémon-Liga eben noch nicht platt gemacht haben. Also Leute, ich hoffe, für die, die jetzt so oft danach gefragt haben, kann man das nicht irgendwie auch machen, ohne die Pokémon-Liga zu besiegen? Ja, und hier habt ihr es. Aber ich sag auch dazu, haut euch nicht die Switch kaputt, lasst das jetzt nicht einfach 20 Jahre da durchrattern. Und bei Pokémon ab Level 50 plus lohnt sich das auf jeden Fall auch nicht mehr. Da macht einfach die Chanera-Chain-Methode, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, wie man dann sein Pokémon-Team richtig schnell aufleveln kann. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Checkt immer noch das Pokéball Plus Giveaway aus. 31. Ihr habt noch einen Tag Zeit, euch da einzutragen. Und ansonsten checkt wie immer Twitch und alle anderen Social Media Sachen ab. Und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, Restsonntag. Macht's gut, meine Lieben. Ab dafür und ciao!